Auf meinem Befehl. So, hier die besagte letzte Truhe, bei der wir leider nichts machen können. Wir werden jetzt für die letzte Map, denke ich mal, die Dunkelelfen und die Menschen aktivieren. Menschen aufgrund der Tatsache, dass wir grundsätzlich den Paladin sehr gut gebrauchen können. Wir haben es nämlich hier auf der Map mit sehr vielen Untoten zu tun. Wir müssen nur schauen, dass wir die Armee so ein bisschen auseinanderhalten. Nachteil dieser Strategie ist ganz klar, dass die Menschen im Großen und Ganzen dieselben Ressourcen brauchen wie die Dunkelelfen. Und wir aber leider für die hellen und dunklen Rassen das ja getrennt haben. Auf geht's! Das könnte theoretisch zu ein paar Problemen führen. Hier bin ich, Meister. Aber ich gehe davon aus, dass wir genügend Ressourcen haben könnten. Hier haben wir zweimal Stein. Wir haben aber leider nur einmal Eisen. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Hier bin ich, Meister. Naja, wir sammeln hier erstmal Stein. Ich bin schon da. Ich habe mich gerade kurzfristig entschlossen, die Elfen mit reinzunehmen. Statt die Dunkelelfen. Das heißt, wir spielen das hier einfach jetzt mit den hellen Rassen. Es gäbe übrigens einen Trick. Mit diesem Trick haben wir damals, falls ihr euch erinnert, in dem Replay zu Breath of Winter diese Truhen in dem, wie heißt es noch, in der Schatzkammer. Die haben wir damit öffnen können. Und zwar, obwohl wir die ganzen Münzen nicht hatten. In die Schlacht. Diesen Trick, den kann man offensichtlich, soweit ich das mitbekommen habe, leider nicht mehr in diesem Spiel anwenden. Gehen wir es an. Beziehungsweise nicht mehr. Wo sind die anderen Elfen? Die Rune ruft. Wo sind die anderen Elfenarbeiter? Achtung! Ich soll dir doch schon 8 haben. Wo sind. Ach so, das sind die, die ich hier angewählt habe. Zurück mit euch! Jo, schnell. Perfekt, das Ding ist weg. Sofort! Ja, man kann das offenbar schnell seit einer bestimmten Versionsnummer des Spiels nicht mehr machen, diesen Trick. Und dadurch können wir diese Truhe auch so nicht öffnen, selbst wenn wir diesen Trick anwenden würden, was echt, wie gesagt, ärgerlich ist. Aber es nützt halt einfach nichts. Hier. Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Wir werden jetzt erstmal hier hingehen und uns den Weisen des Dschungels zu Gemüte führen, ja, der hier in der hinterletzten Ecke verschanzt ist. Schnell. Aber sofort. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hätte ehrlich gesagt auch keine Lust, mich hier groß mit den Untoten anzulegen. Herr der Kein Problem. Ja? Bin unterwegs. Herr der Rune? Steinmetz hatten wir ja nicht, ne? Sägemühle, Schmelze, Schießstand. Hundezwinger, ne. Die haben keinen Steinmetz. Da können wir durch den Steinbruch bauen. Das reicht aber völlig aus. Ich werde mich mit den Elfen darauf konzentrieren, Holz zu sammeln. Das können wir ja auch sehr gut. Es ist mir eine Ehre. Die Rune, meine heilige Pflicht. So, Weiser des Dschungels. Geht um, flieht, solange ihr es noch könnt. Dieser Ort ist nicht für Sterbliche bestimmt. Das Böse hier wird euren Geist und Körper verderben. Und ihr werdet ein verdammter. Das Bauwerk so ist vollendet. Ein verdammter bin ich bereits. Aber hier und heute werde ich dem ein Ende setzen. Wie könnt ihr hier überleben? Ich habe gelernt, mich den Gesetzen dieses Ortes zu fügen. Und meine Magie schützt mich vor den Krankheiten, die hier überall lauern. Wirke sie auf mich, ich brauche auch die Impfung. Helfen? Bitte. Ich kann euch von Krankheiten heilen.
Das könnte euch hier sehr nützlich sein. Sagt mir, ob ich mit euch kommen soll. Jo. Folgt mir. Gut, geht. Ja, wartet hier, folgt mir, wartet hier. Oh, Maske des grünen Teufels. Ah, hier haben wir noch mal ein paar nette Sachen. Jetzt nichts, was mich umhaut, aber auch nicht schlecht. Mumienwächter. Ja, er folgt uns jetzt und heilt uns vor, ich glaube, Pestilenz. Was ihr wollt, was extrem wichtig ist, weil Pestilenz einer der schlimmsten Zauber im gesamten Spiel ist. Also ohne Zweifel. Hier bin ich. Schon auf dem Weg. So, ja. Wir können jetzt doch an sich schon mal das mit, kleine Haupthaus bauen. Ja. Wird sofort erledigt. Dann sind wir gleich in der Lage, Eisen abzubauen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Schmelze, aber das Spiel kennt ihr ja schon. Das ist halt immer nervig mit der Runenkraft einfach. Dass es so unwahrscheinlich lange dauert. Gebäude wurde errichtet. So, perfekt. Dann los. Einmal hier nach oben und die Schmelze bauen. So, dass das dahin zeigt. Erledigt. Perfekt. Auf meinen Befehl. Und wir können es schon mal hier hinstellen. Sofort. Wie sieht das mit Holz aus? Okay, würde ich sagen. Die Rune ruft. Kleines Haupthaus zum hier. Ruhme Arins. Nahrung, da haben wir ja viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier drüben Beeren gesehen. Das wären immerhin 1000. Was man außerdem noch machen könnte, wäre... Oh, hier sind noch mehr Beeren. Was man noch machen könnte, wäre eine Getreidefarm, die da ganz effektiv ist. Ja. Jetzt fehlt uns ein bisschen Holz. Die Schmelze dürfte dann gleich fertig sein. Du kannst dann ja eigentlich schon mal anfangen, die Mine zu bauen, ne? Schon dabei. Gebäude wurde errichtet. Und sie dann ist eine Mine. Sprecht, dorthin ist mir eine Ehre. So, ein paar Elfen. Kommt da der nächste Scheiß? Ja, der Mumienwächter. Bereit. Und los. Mit der Aura der Ewigkeit ist es einfach so unfassbar leicht. Vorsicht! Ich will nachher mal den Kettenzorn ausprobieren. Hier sehen wir eine der Basen der Gegner. Ein Balsamierer, Mumien. Also die besonders widerstandsfähigen Untoten. Was ist euer Begehr? So, jetzt bauen wir einen Förster. Meine heilige Pflicht. Sprecht dorthin zum Ruhme Arin. Was ist euer Begehr? Das sieht gut aus, perfekt. Das mittlere Haupthaus baut schon mal. Was wünscht ihr? An die Arbeit. Helft ihm am besten mal. Haben wir hier irgendwo Aria eigentlich? Habe ich bisher noch nicht gesehen. Lenia. Noch mehr Lenia, noch mehr Lenia. Sehr viel Lenia. Ich glaube, Aria war hier unten. Auf mein Kommando. Folgt mir. Müssen wir eben gucken, ob das tatsächlich so ist. Schon seltsam, dass gerade Aria hier nicht vorhanden sein soll. Aber ich sehe es tatsächlich nicht. Zur Stelle. Das ist nicht weit. Bereit. Wenn, dann auch nicht schlimm. Wir werden uns damit arrangieren. Vorwärts. Hier ist ein großes, weites Feld. Hier könnten wir die Getreidefarmen bauen. Ja. Können wir nämlich auch jetzt schon theoretisch. Wir brauchen dafür noch ein paar Arbeiter. Ja. So, der Förster läuft. Was man jetzt hier noch perfekt dazu bauen könnte, wäre eine Sägemühle. Zum Ruhme Arins. Das erhöht dann nochmal die Holzproduktion. Auf mein Kommando. Da ist eine Speipflanze. Und los, in die Schlacht. Die machen wir mal eben kaputt. Auf mein Zeichen. Sofort. Das Ding down. Mir nach. Und los. Mir nach.
Jo. Vorwärts. Da oben war Aria. Verpestete Mumie. Und da fängt der Scheiß jetzt nämlich an. Habe verstanden. Warte mal, wie viele Plätze sind da? 5. Schon auf dem Weg. Dann hier bin ich. Dann können wir tatsächlich mit 5 dahin gehen. Und den Aria-Schrein bauen. Und draußen geht gerade ein ziemlicher Sturm ab. Sehe ich gerade. Es hat gerade angefangen zu stürmen, zu regnen. Auf mein Kommando. Wie bekloppt, oh mein Gott. Und das an der Küste. Nicht, dass ich hier irgendwie weggeschwemmt werde. Was ist euer Begehr? Sprecht, das ist nicht weit. Zur Stelle. So, das haben wir auch erledigt. Als nächstes kann man jetzt einen Lenia-Sammler reinnehmen. Holzproduktion ist jetzt auch verdoppelt. Was man noch machen könnte, wäre, man tauscht den Holzfäller durch einen Meisterholzfäller aus und setzt noch einen Förster dazu und dann wäre man echt settled. Der Meisterholzfäller, der sein Holz an die Sägemühle liefert, sowieso schon eine schnellere Produktion hat und dann halt noch verdoppelt wird. Das wäre extrem. Das funktioniert gut. Dann fehlt hier jetzt gleich im Prinzip nur noch die Nahrungsmittelproduktion auf höherer Stufe und dann geht das alles seinen Weg und wir können anfangen, Hokans Horden zurückzuschlagen, um zu Erion zu gelangen. Zur Stelle. Ja, zur Stelle. Wie wär's mal mit dem mittleren Haupthaus? Bereit. Damit kannst du zumindest schon mal anfangen. Vorwärts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Avatar auch in der Lage sein sollte, so ein Lager hier alleine mir nach zu clearen. Mit der Aura des Zorns vielleicht. Was ihr wollt. Sofort. Was wünscht ihr? So, dann lasst uns mal hier oben anfangen. Ich werde das hier machen. Ich baue hier einfach ein Nahrungslager hin und dann drumherum halt so ein paar Getreidefarmen. Vielleicht machen wir das so. Hier hin und dann setzen wir 3 Getreidefarmen. Eine hier hin und hier oben hin. Auf meinen Befehl. Mit euch. Auf mein Zeichen. Hier. Ja. Die Mumie war stets bemüht, aber es hat logischerweise nicht gereicht. Da kommen jetzt Grasteufel noch dazu. Die wollen also auch Ärger machen. Zu Diensten. Das wird auch noch eine Weile dauern. Was ist euer Begehr? Ja, grundsätzlich sind hier akute Sachen möglich, ne? Mit der Kombination an Rassen, die hier zu finden sind. Ich hätte es schön gefunden, wenn man auch noch die Trolle und die Zwerge hätte spielen können. Einfach damit man die Auswahl hat. Denn wenn ihr euch zurückerinnert an Spellforce, The Order of Dawn zum Beispiel und Sharrow, der letzten Map, da konnte man dann nach und nach die hellen und die dunklen Rassen spielen. Das fand ich halt auch cool. Das geht jetzt in der Art hier natürlich nicht. Sprecht. Obwohl es, wie gesagt, cool gewesen wäre. Aber wir nehmen grundsätzlich Gebäude das, was wir kriegen errichtet. Können. Ich werde gleich übrigens nochmal versuchen, die Truhe zu öffnen. Vielleicht geht es ja doch. Aber ich meine, es sollte nicht möglich sein. Der Schattenkrieger steht hier unbeteiligt rum. Vielleicht sollte ich ihn auch mal mit involvieren in diesen Konflikt. Denn immerhin hängt sein Leben auch davon ab. So. Die erste Getreidefarm machen wir jetzt hier hin. An die Arbeit. Ja, sofort. Zum Angriff. Ja, halten wir sie auf. Oh no. Du haust nicht ab, Freund. Wie der echt abhaut. Ich wollte gerade Berserker zünden. Achtung! Damit wir ihn
wirklich tot kriegen. So, die Getreidefarm, das sieht gut aus. Verfügt über mich. Wenn ich über dich verfügen darf, dann sollten wir bald anfangen, hier ein großes Haupthaus zu bauen. Was ist euer Begehr? So, dorthin. Das mittlere ist jetzt hier fertig. Was ihr wollt. Wo haben wir die Meisterholzfäller? Da. Sprecht, ich eile. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir noch eine Mine. Oder eine Mine, sage ich schon, eine Waffenkammer. Meine heilige Pflicht. So. Getreidefarm ist gebaut, hier wird ausgesät. Hier ist jetzt natürlich das Monument ein bisschen im Weg, aber naja, wir bauen ja noch mehr davon. Ja, und der Trick, ich kann ihn euch den ja mal zeigen, funktioniert so, dass man eine Einheit nimmt. Habe verstanden. Den Helden. Herr der Rune? Schon auf dem Weg. Ja, und dann geht man in die Ego-Ansicht mit dem Helden. Und normalerweise ist es ja so, man sieht hier jetzt das Blaue. Für, wenn ich diese Truhe anklicke, dann wird irgendwas Besonderes ausgelöst. Dialog. Wenn ich jetzt so weit zurückgehe, dass die Truhe fast am Rand ist, dann wird sie plötzlich rot. Und normalerweise war es so, wenn man jetzt eine Einheit dazu bewegt, dann kann man die... Dann wird die Truhe grün und man kann sie plötzlich öffnen. Sofort. Leider geht das nicht mehr. Verfügt über mich. Dort entlang. Und ich denke tatsächlich, es hängt mit der Versionsnummer zusammen. Ja. Sonst hätten wir jetzt nämlich die Truhe noch öffnen können. Ja. Naja, es ist, wie es ist. Wie gesagt, ich könnte mich jetzt noch theoretisch Ewigkeiten darüber aufregen, aber ich lasse es einfach. Das führt zu nichts. Zu Diensten. Hier bin ich. Auch auf dem Weg. So, Getreidefarm bauen, die zweite. Immer noch das Ruhmkraftproblem, aber hier müssten, ja, hier sind auch die Holzfäller mit dabei. Die Waffenkammer ist auch gebaut. Dann fehlen jetzt im Grunde noch die großen Haupthäuser. Nahrungsproduktion sind wir jetzt dabei. Bei den Elfen fehlt leider natürlich jetzt auch aktuell zumindest noch die Nahrungsproduktion. Die würde ich aber nach hier hinten verschieben. Schon unterwegs. Man kann hier einfach ein Nahrungslager bauen. Und dazu macht man dann den Bärensammler und dann passt das. Es geht da ja nur um die Regeneration. Den Bärensammler können wir schon mal platzieren. Auf mein Kommando. In die Schlacht. Ja? Ja, man merkt es schon. Man merkt es schon am Holzbestand, dass wir jetzt dann die Meisterholzfäller dabei haben. Vorsicht! Hier bin ich. Was wünscht ihr? So, das große Haupthaus. Ärmel hoch und los. Das Bauwerk ist vollendet. Der Bärensammler ist ready. Schon unterwegs. Dann fehlt das Nahrungslager. Und dann war es das schon mal. Ja. Zu Dienst. Habe verstanden. Wird sofort erledigt. Dann haben wir drei Getreidefarmen. Ich glaube, so viel hatte ich noch nie.
Aber es ist ja für eine gute Sache, für eine wichtige Sache. Ja? Meine heilige Pflicht. Auf mein Zeichen. Oh, wir ein Balsamierer weg. Hier oben haben wir noch Lenia. Zur Not. Verfügt über Arbeit. Das große Haupthaus braucht noch eine Weile. Zurück mit euch. Auf mein Zeichen. Bereit. Achtung. Bringen wir es. Ja, die Angriffe auf uns sind relativ gering, wenn man sich vor Augen führt, dass wir der Einzige sind, der Hokan Ashirs Pläne vereiteln kann und der eigentlich ein Interesse daran haben sollte, uns aufzuhalten. Hier bin ich. Also, das merkt man jetzt so stark noch nicht. Sprecht. Aber gut, ich meine, ich will ihm da jetzt auch nicht groß reinreden, ne? Wenn er meint, er müsste da keine stärkeren Unternehmungen anstellen, dann bitte. Feel free. Ja, weiter kann ich euch nicht folgen. Ab hier seid ihr auf euch allein gestellt. Ey, du Verräter. Das ist jetzt ja nicht so cool, ne? Aber naja, kann man nichts machen. Hier sehen wir auch noch ein paar Untote. Bereit, sofort. Wie wäre es denn, wenn wir sie einfach mal ein bisschen ärgern? Und los! Schon mal vorab. Kettenzorn! Schnell! Folgt mir! Vorwärts! Kettenzorn! Auf meinem Befehl! Folgt mir! Vorwärts! Kettenzorn! Hier! Für die Rune! Gebäude wurde errichtet. Bereit. Mir nach. Bringen wir es zu Ende. Sofort. Ja. Jetzt werden wir noch mal ein bisschen abwarten, bis unsere... Was wünscht ihr? Mana, bis unsere Mana ein bisschen regeneriert ist. Und dann gehen wir dann noch mal rein. Ja? So, wir brauchen auf jeden Fall eine Schmiede. Gehen wir es an. Der Irrfürt und der Schattenkrieger, ne? Sie wollen sich unbedingt beweisen. Achtung! Vorsicht! Bereit! Zum Angriff! Für die Freiheit! Achtung! Mir nach! Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Dann ein Balsamierer. Wir sind auch weg. Oh, der nimmt gerade recht viel Schaden. Den müssen wir mal heilen. Genauso wie den Irrfürt. Auf mein Kommando. Sind die jetzt mal weg langsam? Bringen wir es zu Ende. Für die Freiheit. Auf mein Zeichen. Vorsicht zum Angriff. Ein Balsamierer muss weg. Du musst geheilt werden. Mann, wie das stresst. Unglaublich. Nein, mein Irrfit. Heile dich, mein Freund. Bringen wir es zu Ende. Heile euch beide. Auf mein Kommando. Okay, wir rennen zurück. Und los. Wir rennen zurück zum Weisen des Dschungels in der Hoffnung, dass er uns noch retten kann, bevor unser Irrfit stirbt. Ärmel hoch und los.
Bereit. Nein, Schattenkrieger. Vorwärts. Verteidigt euch. Nein, Irrfit. I let both of you down. I'm so sorry. Und das alles nur für meinen dämlichen Vorstoß. Der von Anfang an überhaupt keinen Sinn hatte. Schon dabei. Anyway. Spieß es nicht die Zeit zu trauern. Das ist nicht weit. Zum Ruhme Arins. 600 Nahrung haben wir schon. Ja, wird sofort erledigt. Die Rune bringt mich ins Leben zurück. Na. Ja. Immerhin, der Schattenkrieger kehrt zurück. Der Irrfit ist dann vor. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man jetzt die Karte wechselt. Ich glaube, dann würde er zurückkommen. Aber das hilft uns jetzt hier natürlich nicht. Aber wir haben mal den Kettenzorn in Aktion erlebt. Und man kann schon sagen, auf jeden Fall ein sehr potenter, starker Zauber. Sehr gut. Ja, es ist mir eine Ehre. Eis und Aria haben wir beides mehr als genug. Neue Fähigkeit verfügbar. Das heißt, wir können den schon mal bauen. Ganz entspannt. Ja, nachdem wir das hier ausgelöscht haben, haben wir schon mal einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Lenia ist hier jetzt ein bisschen wenig. Da kann man dann eigentlich schon mal anfangen, die nächste Quelle anzuzapfen. Die ist, glaube ich, wo ist die? Es gab hier noch irgendwo eine. Hier oben. So. 1300. Was ist euer Eier? Auf jeden Fall ordentlich. Da verstärken wir jetzt einmal die Paladine. Ja, ich weiß nicht, brauchen wir noch einen? Das Sternkloster brauchen wir vielleicht noch. Wird sofort erledigt, ja? Hundezwinger kann man auch mal bauen. Sprecht. Das Bauwerk ist vollendet. So, und hier brauchen wir auf jeden Fall die Schule der Alten. Holz und Lenia. Holz brauchen wir echt viel. Aber unsere Meisterholzfäller geben sich auch gerade alle Mühe. Hier können wir im Prinzip schon mal anfangen, Paladine zu bauen. Ich würde die Paladine gerne verbinden mit den Druidinnen. Die haben nämlich eine super Aura der Heilung und können außerdem auch die Untoten angreifen, anständig. Ansonsten wäre die Eismagierin hier vielleicht noch ganz cool. Neue Fähigkeit verfügbar. Wir sind bereit. Eilenden Schwingen. So, du bist auch so weit. Sind bereits in der Luft. Zu Diensten. Ja, ich baue mal noch mal ein paar Schmieden. Schon dabei. Hier bin ich. Zwei Stück. Wird sofort erledigt. Einen Sternmagier können wir auch schon mal bauen. Es ist nicht verkehrt, einen dabei zu haben. Alleine schon für die schwarzen Türme, die später kommen werden. Was ist euer Begehr? Das Bauwerk ist zur Stelle. Die Schule der Alten haben wir schon mal. Als nächstes noch der Elenhain. So sei es. Zur Stelle. Ja? Ein weiterer Meisterholzfäller passt leider nicht hin. Aber ist auch nicht so relevant. Ich dachte eigentlich, dass hier irgendwo nochmal Lenia ist. Aber da muss ich mich wohl getäuscht haben. Doch, da. Du
Druiden, Heilerinnen und Eismagiern verbrauchen in Waldgebieten weniger Mana für ihre Sprüche. Das kostet halt direkt auch mal 500 Lenia. Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt, ehrlich gesagt.